Da sind wir wieder im We Love Pole Dance Studio in Köln auf der Venloer Straße. Ich habe euch heute die Nina mitgebracht aus unserem Pole Dance Trainerteam. Insgesamt sind wir jetzt 4 Trainer und Nina ist Bestandteil unseres Teams. Ja, Nina, wie bist du zu Pole Dance gekommen? Nach der ersten Probestunde war ich quasi angefixt, weil ich diese Tanzart einfach so super ästhetisch finde und danach konnte ich nicht mehr aufhören. Nina wird mir heute helfen, ein Technikvideo zu erklären, beziehungsweise es ist ein Dance-Move kombiniert mit dem Backhook-Spin. Den Backhook-Spin, den kennt ihr aus unserem Video Teil 3. Falls er euch nicht mehr geläufig ist, schaut euch das Video ruhig vorher noch mal ganz in Ruhe an, dann könnt ihr das leichter kombinieren. Nina macht es jetzt einmal vor und ich versuche langsam mit zu erklären, was gemacht wird. Genau, wir stehen hier einmal mit der Hüfte von der Stange weg und praktisch genommen von hier gesehen auf 9 Uhr. Wir gehen tief ins Plié und kommen von 9 Uhr auf 9 Uhr zurück und führen dann den Backhook-Spin aus. Wichtig ist, dass ihr bei dem Spin auf eure Füße achtet. Das heißt, es ist so ein bisschen wie beim Staffellauf. Macht den ruhig nochmal den Plié-Spin. Da praktisch genommen, das äußere Bein fängt an. Sie fängt jetzt mit links an, kommt einmal komplett rum, geht tief ins Plié, also beugen, und löst dann den anderen Fuß wieder ab, wie beim Staffellauf. Von 9 auf 9 Uhr, dann direkt in den Backhook-Spin. Probiert es aus, es macht einen Riesenspaß, sieht super aus und auch dafür kriegt ihr wieder eine Menge Applaus. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert den Channel und dann sehen wir uns im nächsten Clip wieder.